Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Transport Fever. Wir müssen Signale setzen. Und das machen wir doch glatt. Damit wir die nächsten Züge dann jetzt hier auch drauf lassen können. Ah, da kommt er zurück, aber das ist nicht die Route, die er fahren soll. Gut, dass wir noch keinen zweiten Zug gesetzt haben. Wir gucken mal gleich, ob er dann richtig fährt. So, hier machen wir mal... nur vereinzelt Signale, die sollen hier nicht die ganze Zeit anhalten. So. Dann spüren wir mal ein bisschen vor, bis die wieder an der Endhaltestelle ist. Und genau, wir müssen hier noch ein paar... okay, das ist die... versuch mal möglichst viele Busspuren hier zu machen, weil die Metropole braucht das. Und bevor es später zu spät ist oder wir dann irgendwie andere Baustellen haben, machen wir das lieber jetzt sofort. Denn was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, ne? Das hat uns eine alte Lehrerin immer beigebracht. Ich muss sagen, ich beherze diesen Spruch in Teilen. Wenn es um wichtige Sachen geht, dann mache ich die immer zack sofort. Aber wenn es so um Sachen geht, auf die ich A, keine Lust habe und wo ich glaube, dass sie jetzt auch nicht so wichtig sind, da schiebe ich das gerne mal nach hinten. Da fällt mir auch direkt ein, was ich noch machen muss. Hätte ich nicht anschneiden sollen, dieses Thema. So, nächster Zug. Machen wir mal so. Das soll ja eine richtig tolle Linie werden hier. Was kostet denn ein Flugzeug nochmal? Neues. 6 Millionen. Für 21 Passagiere. Dann lieber so eins. Cool. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen die ganzen Fahrzeuge. Jetzt weiß ich auch schon, welche wir austauschen werden. Wir werden nämlich... die macht jetzt natürlich viel Verlust, aber das kriegen wir schon noch hin. Es wird sich alles noch amortisieren. Wir werden nämlich... wo ist denn die Linie? Hier. Hier sind ja auch schon... haben wir hier schon Signale gesetzt? Nee. So, dann werden wir jetzt nämlich hier einen ganz neuen Zug draufsetzen. So, wir nehmen natürlich erstmal diesen Minzgrün hier. Oder Blutorange. Blutorange, so, oder Orange. 140 kann der schnell, oh. Mein lieber Scholli, man nehme sich in Acht. Dann wird die da vorgespannt. Na, 16 Millionen, ich glaub's auch. Planänderung, wir spannen die hier davor. Fünf Millionen. Wow. Dann nehme ich jetzt doch diesen blutorangenen Zug. Ach so, Moment.
Kann der alleine fahren? Das wäre ein Ding. Ach, tatsächlich. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber ach, das ist ein Diesel-Triebwagen. Ah, okay. Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja mega. Das könnte sich tatsächlich lohnen. Können wir hier schon wieder alles Mögliche zurückzahlen? Das ist ja echt mega. Gut, aber wir müssen uns um Hamburg kümmern. Ah, hier. Jetzt läuft das hier. Hat sich schnell ausgezahlt, würde ich sagen. 23 von 23. Können wir noch ein paar kaufen? Vielleicht auch mal eine Doppeltraktion. Kaufen wir mal eine Doppeltraktion, komm. Raus mit der Kohle. Ah, im Moment haben wir sie gar nicht, die Kohle. Ich liebe dieses Spiel so. Ihr vermutlich auch. Ich wurde auch gefragt, Ansgar, wie sieht es eigentlich aus mit Updates oder so? Was kommt da in Zukunft? Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht. So. Jetzt wollte ich ja... Wo machen wir denn das Ruhrgebiet hin? Hier unten vielleicht? In der ganz andere Richtung? Hier irgendwie? Ja komm, hier machen wir das Ruhrgebiet hin. Nürnberg haben wir schon. Das wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht. Ja komm, jetzt, also geografisch ist jetzt sowieso schon alles Unfug. Oder wir machen hier. Hier machen wir Duisburg hin. Und da haben wir diese schönen Duwag-Wagen. Ne, das ist Quatsch. Setzen wir den Bahnhof lieber hier hin. Falls ihr das vermisst, ich habe das ja schon in der ersten Folge gesagt, aber ich sage es gerade nochmal. Ich möchte mich hier im Let's Play... Terrain-Angleichung nicht möglich. Das ist schon mal, ja, schon mal schön. Ich möchte mich hier in dem Let's Play auf Personenverkehr fokussieren. Heißt nicht, dass nicht irgendwann auch... ...mal Güterverkehr kommen könnte, aber... ...genau, der Fokus soll eben auf etwas anderem liegen. Das frage ich mich nur... Terrain-Angleichung nicht möglich. Das ist ja schade. Hier. So funktioniert's. Machen wir es so. So, Duisburg hat da nur einen Bahnhof und da, von da aus geht es natürlich auch direkt nach Berlin. Die Strecke ziehe ich gerade schon mal. So, ich habe aber noch viele andere coole Mods, aber ihr werdet es ja dann sehen. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Okay. Ziehen wir doch noch nicht. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt schon mal die erste Bahnlinie. Hm. Da haben wir die BR111. So.
glaube, diese Duewag-Wagen sind in Duisburg bis heute in Betrieb, ne? Duisburg hat ja, das habe ich mal irgendwann in so einer Reportage gesehen, die haben ja, wie viele Ruhrgebietsstädte, das große Finanzierungsproblem. Und da gab es dann irgendwie das Problem, dass die sich mit der Rheinbahn eine Strecke teilen müssen. Und die Rheinbahn hat das Geld, da alles zu modernisieren, das Tunnelsystem, und die Duisburger aber nicht. Und deswegen sollte die Strecke mal getrennt werden. Das wurde dann, glaube ich, abgewendet, aber es war wohl knapp. Also das ist natürlich irgendwie schlecht. Äußerst schlecht. So. So, dann ist das die erste Duisburger Linie, die 305. Ah. So. Gut, dann. Ach, Quatsch. Hier, so. Dann setzen wir ein Tramdepot hier hin und kaufen uns dann die coolen G-Wag-Wagen. Ah, hier. Oh, cool. Mega cool. Hochbahnsteig und Doppeltraktion. Moment, aber die sehen doch. Wegen des Umbaus der hannoveranischen Straßenbahn zur Stadtbahn benötigt der Betreiber Östra neue Fahrzeuge, die für den Stadtbahnbetrieb geeignet sind. Für die Erprobung sind 2 Prototypen gebaut worden. Aber das, ich dachte, das wäre Duisburg. Das sieht irgendwie, das ist so die Lackierung von Duisburg irgendwie. Östra ist doch so grün, oder? Wie viel? 24 Passagiere passen da rein. Ja, mega. Cool. Müssen wir uns mal. Aber es sieht eher wie dieser Östra-Wagen aus, das stimmt schon, aber die Lackierung stimmt irgendwie nicht. Naja, aber haben auch später noch Köln, müssen wir auch noch. Köln müssen wir auch noch hinzufügen, das ist auch noch wichtig. Da kommen nämlich auch noch schöne Bahnen. So. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld, dann können wir wieder weiterbauen hier. Ich hoffe, dass es nicht zu hakelig wird. Das war ja auch schon ein Problem von. Oh mein Gott. Wenn wir bauen, mache ich mal auf normale Geschwindigkeit. Das war ja schon ein Problem von Steigungsübers, okay. So. Oh, was ist denn da los? Ach du Scheiße. Berlin-Dresden. Das war unsere erste Strecke. Der muss dringend ausgetauscht werden. Okay. Nee, das ist noch ein anderer. Der hier muss dringend ausgetauscht werden. Ach du Scheiße. Jetzt mal kurz überlegen. Wir bauen hier erstmal ein Depot hin. Und dann
werden da neue Züge draufgesetzt und die alten werden dann schrittweise beseitigt. Ich denke, so ist ein ganz guter Weg, um Herr der Lage zu werden und vor allen Dingen die Kohle mitzunehmen. Sehr wichtig für unseren Betrieb. Wir sind zwar nicht pleite, aber wir haben auch noch ordentlich Schulden. So, dann setzen wir auch hier diese... Was ist denn der Unterschied? Ah, hier ist, kommen noch mehr rein. Ja, dann nehmen wir lieber den hier. Warten wir mal gerade, bis wir das Geld haben. Berlin-Dresden war das, ne? Ja. Schauen wir mal kurz die Strecke an. Wie sie sich so fährt. Der kann gar nicht sein Potenzial voll ausschöpfen. Weil später die lahmen Kisten noch kommen. Der kann 140, glaube ich, fahren, die anderen 125. Ah, da ist der Gegenverkehr, der alte Zug. Den müssen wir gleich austauschen. Ist mega cool irgendwie. Ah. Da geht mir das Herz auf. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Vorgänger so oft gespielt habe, so viel gespielt habe. Gerade den Anschluss verpasst. So, jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen arbeiten hier. Und dann können wir schon mal den nächsten kaufen. So, neue Flieger gibt's auch. Jetzt fehlt noch ein Zug, glaube ich. Ah ne, okay. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier in Hamburg aussieht. Ja. Also, könnte schlechter sein, denke ich. Diese Hochbahn passt natürlich auch nichts irgendwie. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Doppeltraktion, weil da kommt ja kaum was mit. Also Berlin ist jetzt schon so Dreh- und Angelpunkt hier, würde ich sagen. So, jetzt wollte ich aber hier die Duisburger Linie ja noch zu Ende bauen. Wir müssen auch mal an den Kredit denken. Der sollte jetzt bald mal echt zurückgezahlt werden. Aber wir haben auch schon Überlänge. Gut, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und habt genauso viel Spaß wie ich. Ich bin total in meinem Element, ihr merkt es schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.